ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Deathrun-Map und zwar 100 Level Easy Deathrun. Ich kenne die Map schon. Es gibt gratis XP für den Season Pass. Ihr werdet sehen, wie hoch sie sind. Ich werde euch sagen, ob sie es rendiert, die Map zu spielen oder nicht. Wir werden uns anschauen, ob die Level abwechslungsreich sind oder nicht. Ich habe die Map vor ein paar Tagen erst gespielt. Also ich habe mir nicht alles gemerkt tatsächlich. Ja. Und ich würde sagen halt, ohne lang zu schnacken, einmal Spiel starten. Was schon gestartet ist. Nice, nice. VIP-Room komme ich schon rein. Brauche ich aber aktuell nicht. Man sieht auch, ich habe noch 3 Goldmünzen, denn man kann hier die Münzen tatsächlich gegen XP eintauschen. Und ja, ich renne einfach mal los. 34 XP pro Checkpoint. Ich weiß gar nicht, wie es bei meiner ersten Runde auf der Map war. Ob ich da auch 34 bekommen habe oder mehr oder weniger. Bei manchen Maps ist es ja so, dass man weniger bekommt. Bei anderen ist es so, dass man halt, je mehr man spielt, kriegt man auch umso mehr XP. Also, boah. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, ich bin, ja, ich sag mal, mit Level 98 reingegangen. Und mal schauen, mit was für einem Level wir hier rausgehen aus der Map. Jo, das war klar, das ist immer so eine beliebte Fallenkonstellation. Ich habe gar nicht geguckt, kann man sprinten? Jo, sprinten kann man. Das ist nice. Falls ich hier ein paar Fallen umgehen möchte. Miau. Boah, Deckenfallen. Das ist immer so noch mein Kryptonit. Und diese Seitenbounce-Teile, das ist auch nicht so wirklich meins. Muss ich ehrlich sein. Die ist beschädigt, nice. Ich glaube, da hat der Map-Entwickler nicht richtig aufgepasst. Nee, nicht mit mir. Oh, ganz vergessen, was da unten Pfeil waren. Aber bei 100 und einem Level muss ich sagen, ich glaube nicht, dass es langweilig wird. Es wird abwechslungsreich sein auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe es mir nicht gemerkt, wie die Fallen alle sind und waren. Es ist, ich sag mal so, ich spiele die Maps ja nicht einmal und nehme direkt im Anschluss auf. Ganz im Gegenteil. Ich lasse immer ein bisschen Zeit dazwischen. Und ja. Nu wisst ihr Bescheid. Mir ist auch aufgefallen, dass tatsächlich viele Creator Maps kopieren, als ihre eigenen ausgeben. Ha, das habe ich mir gemerkt. Und, yo, dann rum
heulen, wenn man denen dahinter kommt, weil man die Maps halt schon von Vorgängern gespielt hat. Was ich total abfuck finde, wenn man schon eine Map kopiert mit allem Pipapo, sollte man auch dazu stehen, wenn es rauskommt. Und dann nicht rumheulen. Und zwar, ich bin ja ein Mensch, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Und wie soll ich sagen, ich spiele ja sehr gerne tatsächlich Maps. Einfach nur, weil die Spaß machen. Weil es da mal nicht nur die ganze Zeit ums Geballer und Looten geht. Und ja, die bieten halt Abwechslung. Von daher kenne ich auch schon sehr viele Maps, auch Open World Maps tatsächlich in Fortnite. Siehe Valhalla oder aber so richtig geile Maps wie Phantom Investigation. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das für Maps sind, schaut doch mal in die Kategorie Fortnite Maps bei mir in die Playlist. Da sind die Maps alle drinne. Und yo. Na, bitte aufnehmen, danke. Alter, also, mal auf, ey. Und Maps machen mir tatsächlich mehr Spaß als Duo, Solo, Team, whatever. Ja. Ich sollte nicht mehr nach Deckbefalten gucken, tatsächlich. Das vergesse ich irgendwie bei der Map voll und ganz. Oh, wir haben schon 88 Münzen. Nice, nice. Ich weiß gar nicht, beim ersten Durchgang hatte ich 200 Münzen oder so. Irgendwie sowas. Ja, wie gesagt, ich hab's mir nicht gemerkt, ne? Ist das weg? Uah, Satan. Ihr seht halt auch, die Map ist wirklich sehr, sehr einfach. Also, dass ich hier sterbe, das ist nur, um euch zu zeigen, wie man es nicht macht. Ja. Genau. Und da sind wir nämlich auch schon durch. Wir haben 101 Level hinter uns gebracht. Versteckt ist hier leider nichts, was ich ein bisschen schade finde, so ein kleiner Secret-Button für, ach, ich sag mal, 10.000, 20.000 XP wäre schon geil, weil es wirklich viel haben wir tatsächlich jetzt nicht gemacht, aber wir haben 105 Münzen, die werden wir jetzt mal abgeben, 2x50 Münzen und es gibt 6.299 EP und hier gibt es 6.312, also 14.000, ja, also ich sag mal so, mit ein paar Durchgängen, ich weiß nicht, wie viel es tatsächlich hier bei 200 gibt, das weiß ich überhaupt nicht, das könnt ihr herausfinden und mir gerne in die Kommentare schreiben. Also ich sag mal so, als kleinen Zeitvertreib mal so 2-3 Runden auf der Map zu spielen und dann hier die Large XP holen. Ja, dafür lohnt sich die Map. Abwechslungsreich, naja, farmfroh ist nicht abwechslungsreich. Ja, das passt schon, das sind leichte Fallen. Die Map ist wirklich sehr, sehr einfach, was für Anfänger. Und sie ist auch schnell durch, wenn ich mir so gerade die Aufnahmezeit angucke. 8 Minuten 25 passt schon. Ja, also wie gesagt, ist mal was hier zwischendurch. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und schreibt mir Map-Kommentare in die Videokommentare. Map-Kommentare? Nice, Ike. Schreibt mir Map-Codes in die Videokommentare. Dann spiele ich die Maps für euch. Ich nehme sie auch sehr gerne auf, wenn ihr das möchtet. Bewerte dann die Maps, wenn es eure eigenen sind.
Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche.